Oh, ich habe Tobias Kiel das Nummernschild abgefahren. Sehr gut. Jetzt wird er von der Polizei angehalten und aus dem Rennen genommen. Genau, so habe ich mir das gedacht. Das ist doch eine vierspurige, warum sind da so enge Kurven drauf? Ich muss sehr schräg sitzen, dass ich die Pedale erwische, das ist gar nicht so geil. Geht irgendwie auf den Rücken. Und das Spider-App noch besser. Hier war offensichtlich das Ende. Oh! Ja. Schon weiter für die nächste Runde? Das Ende. Da kommst du. Und ja. Soll ich ja mal ein Bild von meinen Pedalen machen, wie die stehen? Ich glaube, dann... Ah, jetzt. Jetzt sehen alle Wagen so aus. Ich habe zwei Bretter hinten, rechts, links, die Pedale auf Abstand halten. Hm. Meine Pedale sind zwischen die Bretter gerutscht, steht also diagonal. Okay. Und noch mehr. Jetzt wieder gerade. Ah. Und noch mehr. Oh, der eine ist aufgebockt. Ja. Und ich habe auch nur zwei oder drei Leute rausschieben müssen. Sagen wir mal, ich wäre wahrscheinlich nur für zwei bis drei Überholmanöver disqualifiziert worden. Und insgesamt für... Ich sag mal, gerade mal die Hälfte irgendwie wäre eine Untersuchung vom Rennkommissar eingeleitet worden. Na, wenn es so das ist, dann bist du ja noch safe für RT Racing Standards. Nicht safe für RT Racing Standards. Das heißt, ich bin für RT Racing Standards kurz davor rauszufliegen. Überqualifiziert. Wenn unser Testfahrer schon Joshua Stuka Schäfer ist. Unser Backup-Fahrer bei RT Racing. ...74... ...75... ...76... Mal gucken, was Pech abgeht noch. 280, ein bisschen Gras. Und im zweiten runter. Und perfekt hier die Auslaufzone genommen. Also die Rasenauslaufzone. Und noch ein paar Hütchen, weil das ist ja ein Hütchenspiel. Nie wieder Hütchenspiel. Nie wieder in die Spielothek. Nie wieder Hütchenspiel. Okay, die linke Seite nimmst du nicht fürs Siegerfoto. Ich weiß. Die rechte sah ganz okay aus. Ja, ich sehe, kann ich leider nicht erkennen. 47, das ist eine gute Zeit. Ja, und stehender Start halt noch. Stimmt. Also schneller als Caterham fahren wir mit den Dingern dabei. Auf jeden Fall. Ich glaube 1,38 war so eine Caterham-Zeit. 7. 1,37. Also ist eher... Du hattest 1,38 gesagt. Das ist eher eine Raumschiffzeit. Also ich war schneller mit dem Caterham. Ich find's übrigens sehr schön, dass quasi keiner von den Leuten, die dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter ist, irgendwie vorher auch bei mir aufgetaucht ist in den ersten 10. Nur Sven Bender und Silvio Sieskeli, die anderen sind alle irgendwie mit nach vorne gefahren. Hatte ich bestimmt nichts mit zu tun. Aber die, So, ne, die stellen ganz normal. 80-42, wie wir seit Wochen und Monaten fahren. Oder vielleicht sind wir besser geworden. Oh, ja. Ja, so ein Schmankerl zum Abschluss. Na gut, das war es. Das war der Abschluss. Das. Ja, ich wechsle mal jetzt hier. Oh! Hey! Ah, was passiert da? Ich würde sagen, dir ist einer reingefahren.
Nicht nur einer, warum waren die so schnell? Und dann hast du... weil wir nicht starten können? Der ist so in dich hinten rein, dass du nach rechts rüber bist und mich rausgehauen hast. Ich bin ja beim Autoscooter. Was zum Teufel? Warum fährt er so langsam? Viel zu schnell! Der ist geflogen! Ich bin jetzt einfach direkt im dritten angefahren, dass ich nicht so schnell vergessen kann, aufzuschalten. Ein guter Plan. Ah, von hinten kommt ein Truck. Was macht der? Der rammt einfach alle. Der rammt nicht nur mich. Der eiert vor allem. Ich überhole einfach mal hier, wo alles rot ist in der Auslaufzone, weil das ist ein Zeichen für, da kann man gut vorbei, ne? Rot ist schnell, das ist die schnelle Linie. Die Hütchen gut erwischt. Hast du es gesehen? Die sind alle noch geflogen, ja. Mein linker vorderer Reifen ist gelb. Ja, die geht. Das ist ja wahnsinnig laut, das Geräusch, wenn du schalten musst. Du hörst es bei mir? Ich höre das, ja. Ich höre deinen Piepen lauter als meins. Das muss außen angebracht sein. Ich hab deins gehört. Ja, das ist außen, das ist im Außenlautsprecher irgendwie. Oh, das war aber jetzt massiv kacke. Ist mir gefolgt, ja. Ja. Ich weiß nicht, warum du das tust. Weil ich nur dich sehe. Ich sehe sonst nichts von der Strecke und so.